Das ist der Meister der Regionalliga Bayern 2021-22. Einen Spieltag vor Schluss ist die Spielvereinigung Bayreuth nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen und steigt damit in die dritte Liga auf. Durch die 0:4 Niederlage des FC Bayern München 2 am Freitagabend gegen Burghausen war schon vor dem Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg klar, dass den Oberfranken der Titel nicht mehr zu nehmen sein würde. Gegen Mitternacht überreichte BFV-Präsident Dr. Rainer Koch im Rahmen der nachgeholten 100-Jahr-Feier der Spielvereinigung die Schale an die Verantwortlichen des frisch gebackenen Meisters. Ich möchte im Namen des Bayerischen Fußballbundes, der Spielvereinigung Bayreuth, sehr, sehr herzlich zum Aufstieg in die dritte Liga und natürlich zur Meisterschaft und als bayerischer Amateurmeister gratulieren. Ich glaube, die haben die ganze Saison bewiesen, dass sie ein würdiger Meister sind. Sie haben für einen Souverän 2 Spieltage vor Schluss die Tabelle an und das nochmal, glaube ich, zeigt, dass sie verdient den Sieg errungen haben. Dass die Truppe von Coach Timo Ross den Deckel nicht selbst drauf machen durfte, trübte die Freude allerdings keineswegs. Natürlich guckt man immer mal mit einem Auge hin, aber grundsätzlich war unsere Devise ganz klar, dass wir nur auf uns gucken, wie schon die ganze Saison auch über. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir gucken ja vielleicht mal am Schluss dann hin nach 90 Minuten. Und ist egal, wie das Spiel aber ausgeht, wir wollten heute unbedingt noch mal gewinnen. Und das, glaube ich, ist auch eine Charaktereigenschaft unserer Mannschaft. Das Match gegen die auswärts seit 6 Partien ungeschlagene Viktoria am Samstagnachmittag also mehr als nur ein Schaulaufen für den Champion, zumal die über 4000 Zuschauer im Hans-Walter-Wild-Stadion einen perfekten Rahmen für dieses Spiel boten. Die Gastgeber wollten dem natürlich in nichts nachstehen und erwischten sogleich einen Traumstart. In der 6. Minute kommt die Kugel über Umwege zu Alexander Nollenberger und der trifft von der Strafraumgrenze ins lange Eck zum frühen 1:0. Gleichzeitig übrigens auch das 100. Saisontor für die Spielvereinigung. Es schien also alles nach Plan zu laufen, doch die Gäste zeigten sofort im Anschluss, dass sie nicht nur freundlich Spalier stehen, sondern ihre Serie von 4 Partien ohne Niederlage nicht ohne Gegenwehr aufgeben wollten. Bayreuth dagegen nahm vielleicht auch unbewusst etwas den Fuß vom Gaspedal und gestattete dem SVA die ein oder andere Möglichkeit. Die beste davon hatte Benedikt Laverty, dessen Schuss jedoch vom Innenpfosten zurück ins Feld prallt. Danach fanden die Hausherren wieder besser rein, Benedikt Kirsch hier mit einer Prüfung für Gästekeeper Max Grün. Und kurz vor der Pause nahm nochmal Nollenberger Fahrt auf, sein Schlenzer geht jedoch deutlich am Tor vorbei. Nach dem Seitenwechsel erwischte dann allerdings die Viktoria, die nach dem Winter ja erst 2 Niederlagen kassiert hat, den besseren Start und kam in der 49. Minute sogar zum Ausgleich. Niklas Meier schließt einen blitzsauberen Angriff ab zum 1:1. Sollte Aschaffenburg also tatsächlich den Partycrasher spielen? Zumindest verlangten sie dem Meister alles ab, doch der sah sich nun an der Ehre gepackt und zog das Tempo nochmal an. Nollenberger scheitert nach knapp einer Stunde noch am Pfosten, doch 5 Minuten später war es dann soweit. Markus Ziereis steckt durch für Ivan Knesewitsch, dessen Hereingabe landet bei Tim Danhof und der vollstreckt eiskalt zum 2:1. Das war dann auch der Siegtreffer, denn in der Folge passierte nichts mehr und so brachen nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Lothar Ostheimer alle Dämme. Nicht zuletzt dank der beeindruckenden Konstanz seiner eingeschworenen Truppe feiert ganz Bayreuth die Regionalligameisterschaft. Für den ganzen Verein die Krönung auf eine fast perfekte Saison. Wir haben heute den 93. Punkt eingefahren. Wir haben über 100 Tore erzielt, die wenigsten Gegentore kassiert, auswärts ungeschlagen. Ich denke, sehr, sehr verdient heute oder gestern ja schon aufgestiegen und mich freut es brutal für die Mannschaft, mich freut es brutal für die Stadt und für den Verein. Und ich denke, wenn du aufsteigst, musst du Woche für Woche performen, du musst immer liefern und das haben die Jungs unglaublich gut gemacht und deswegen hochverdient aufgestiegen. Darüber hinaus nimmt Bayreuth als bayerischer Amateurmeister in der kommenden Saison erneut am DFB-Pokal teil. Es könnte also ein ähnliches Spektakel geben wie im vergangenen Jahr gegen Arminia Bielefeld. Erst einmal steht am kommenden Wochenende aber noch das abschließende letzte Saisonspiel beim TSV Buchbach auf dem Programm. Und da will die Spielvereinigung Bayreuth dann ein letztes Mal beweisen, dass sie in allen Belangen ein verdienter und würdiger Meister der Regionalliga Bayern 2021-22 ist.